Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Plants vs. Zombies. Ja, hier sind wir wieder, nachdem ich mir ein paar klitzekleine Tage Auszeit genommen habe, weil ich ein bisschen was zu tun hatte und naja, ist halt so, ne? Bin ich jetzt wieder da und ich würde sagen, wir shoppen erstmal Kostüme. Kostüme shoppen muss sein, das muss einfach sein. Jedes Mal aufs Neue erstmal Kostüme shoppen. Hab ich was verpasst? Bestimmt hab ich was verpasst, aber hab ich was krass Wichtiges verpasst. Bis jetzt sieht's nicht danach aus. Okay, das ist ja schon mal ein Vorteil. Ist die Pennyjagd bei mir endlich wieder richtig? Ah, ja, ist sie. Ja, nice. Dann wissen wir ja, was wir heute tun. Die Sternfrucht, auf die habe ich heute keinen Bock. Weil die Sternfrucht, die ist schwer. Das habt ihr mir auch geschrieben, dass ihr sie auch sehr, sehr schwer fandet. Und klar, wir könnten sie jetzt versuchen zu schaffen, aber ich denke mir so, die kommt wieder. Ich habe mir damals schon mal die Zähne dran ausgebissen, denn ich denke, dass das schon mal da war. Ich glaube, ja doch, ich meine schon. Okay, überlebe den Zombieangriff, verhindere, dass die Zombies die Blumen zertrampeln. Außerdem bekommen wir hier bessere Belohnungen, als wenn wir dieses Sternfruchtgedönszeugs da machen. Wichtbirnen aufs Fließband, Förderbandtempo erhöhen. Schild erschaffen. Schild ist halt eigentlich voll praktisch, aber ich mag die Wichtbirnen. Heute habe ich mich entschlossen, heute machen wir die Wichtbirnen. Wir könnten nicht jedes Mal dieses Band, dieses Schild nehmen. Nee, heute nicht. Nee. Weintrauben. Yay. Juhu. Okay, heute gibt's Weintrauben-Action. Nice. Da sehe ich mich. Oh ja, das ist auch gut. Nehmen wir. Hab ich Bock. Pack mal dahin. Und dann machen wir hier einmal. Ping! Sehr schön. Die Pflanze mag ich. Ah, da ist sie, die Wichtbirne. Was macht die Wichtbirne? Sie macht die Zombies zu Wichten. Ja, okay. Ja, okay. Die nur in Unterhose rumrennen. Ja, sowas. Dann machen wir hier mal. Ja, kaputt. Oh, da geht sogar dem sein Surfboard kaputt. Oh, das tut mir aber leid. Oh nein, das ist ja voll gemein. Okay. Ja, doch, so weit, so gut. Läuft bis jetzt noch alles wunderbar. Da haben wir eine neue Wichtbirne und... Hat's ein paar erwischt. Nicht alle, aber ein paar. Und da kommen sie mit Fackeln. Tötet sie! Tötet sie! Hier werden keine meiner Pflanzen verbrannt. Untersteht euch. Hier werden keine meiner Pflanzen verbrannt. Das lasse ich nicht zu. Was macht sie, wenn ich Düngereffekt rausmache? Naja, sie wandelt halt ein paar mehr. Okay. Kann man mal machen. Ey, lass die Pflanze in Ruhe! Sag mal! Also, Frechheit! Frechheit! Lass die Pflanze in Ruhe. Ich beschütze dich, Pflanze! Ich beschütze dich! Weg. Da. Weg. Da. Warte. Kerl! Papau! Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Besser. Okay. Nein, du wirst nicht gefressen. Lass es nicht zu, dass diese Pflanze gefressen wird. Lass auch nicht zu, dass diese Pflanze gefressen wird. Sag einmal, was fällt euch Zombies ein, meine Pflanze zu fressen? Es ist so eine Frechheit hier. Mann. Hier, kapau. Oh. Hier, kapau. Haha. Muhahaha. Was war die nochmal? Ah, stimmt, die vermehrt sich dann. Ah, ja. Wir machen die Wichten zu Wichten. Weil wir ein Wicht sind. Haha. Könnte man daraus ein Gedicht schreiben? Natürlich könnte man das. Wollen wir das? Ich weiß es nicht. Okay. Yay! Ein Level Up. Vorteils-Upgrade. Wuhu! Ja, wollte ich unbedingt schon mal haben. Bam, bam, bam. Dann schauen wir weiter. Ja, ist mir wurscht, ob ich... Nein, will ich nicht. So, hier, Schwierigkeitsgrad auf 2. Erster Stufe, weil wir sind immer noch ein Bambus. Schlecht. Also, nicht gut. Genau. Haben wir das auch geklärt? Mal hier mal trinken auf. Ich habe schon wieder Durst. Ich habe heute Kopfweh. Überlege 3 Minuten. Überlege 3 Minuten lang. Boah, Julia, was machst du? Bonusziele. 500.000 Punkte schlagen.
alle 30 Sekunden runterkühlen. Punktezahl um 5% erhöhen. Gleich so viel. Damn, 100 zusätzliche Sonnen. Hier will ich gerne das Schild haben. Dankeschön. Da, glaube ich, ist das Schild ganz gut. Okay. Wir dürfen keine Sonnenblumenpflanzen mitnehmen, aber es ist alles auf Dünger. Alles. Okay. Wir nehmen die mit. Boing, Setja. Was haben wir denn? Jetzt will ich mir nochmal das Feld sehen. Wir haben Sonnenblumen, wir haben Katapulte, wir haben Eispflanzen. Oh, die kann man ja aufwerten. Upgraden. Sonne, Auskosten, Schaden. Auskosten? Sonnenausdauer. Sonnenkosten, Ausdauer. Auskosten, Mann, Julia. Was ist denn heute los mit dir? Was wollen wir denn noch mitnehmen? Wir sagen die mit, weil wenn wir schon mit Eispflanzen spielen, nehmen wir noch mehr Eispflanzen mit. Da muss selbstverständlich auch die Boingsetter mit. Boingsetter, wo bist du? Da bist du. Dann nehmen wir mit die Eisminze, weil hallo. Dann nehmen wir noch mit die da, weil kapuff. Und wir nehmen noch mit, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Na, wo bist du? Lässt sie nicht finden. Ah, die darf ich nicht nehmen. Ach so, ja, deswegen kann ich sie nicht finden. Dann nehmen wir mit die da. Und die da. Die da, die da, die da und die da. Okay, 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 das sollte funktionieren. Vorbereitung laufen. 200. Für 200 darf ich vorbereiten. Machen wir dahin. Los geht's. Yay. Werden nämlich gleich ein paar aufgetaut. Ach ja, die werden ja auch aufgetaut. Ja, wunderschön. Machen wir hier gleich die Münze. Da kaputt und da kaputt. Und da kaputt machen. Und da. Durch mit dem Dünger. Wuhu. Und die kühlen wir ab und schubsen wir zurück. Und das wird ein lustiges Level. Ich sehe das schon. Das wird ein sehr lustiges Level. Das wird funny. Okay. Aber wir müssen ja ohnehin mit Düngereffekt. Das dürfen wir nicht geizen, weil... Ne, das ist ja... Wir brauchen ja voll krass viele Punkte. Hat es ja auch geheißen, mach voll krass viele Punkte. Das ist das Bonusziel. Bonusziel, voll krass viele Punkte machen. Kadösch. Kadoing. Ah, da war er schon. Ja, hier. So. Bonusziel, krass viele Punkte machen. Na gut. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ich pflanze einfach alles, was ich pflanzen kann, ne? Einfach hier, zack. Hier, zack. Einfach alles raus, was keine Miete zahlt. So. Und nochmal. Bam, boing, boom, bang. 500.000 müssen wir, glaube ich, machen, oder? Ja, das ist ja easy. Das ist ja easy. Das ist ja überhaupt nicht schwer. Ich pflanze da einfach, was ich pflanzen kann. Dalala. Ich pflanze da einfach, was ich pflanzen kann. Warum singe ich heute? Ich kann nicht singen. Das ist nicht gut. Ich sollte nie singen. Oh. Da hab ich aus Versehen die dort erwischt und mit der gebuffbankt. Ja. Nee, ich wollte die ja jetzt gar nicht nutzen, weil ich die... Ich mach die gar nicht so gerne. Yay, Bonusziel erreicht. Easy. Das war jetzt so wirklich schwer. Und das Spiel denkt sich nur so, hallo, FPS. Oh je. Yeah. Oh je, yeah, wie ich die Spiele liebe, die FPS in die... Ihr wisst schon, ihr wisst, was ich meine. In die Knie zwingen, so heißt. Yay. Ja, mancher bin ich halt ein bisschen doof. So, hier verteilen wir die überall so. Bam, boom, bam, boom, bam, boom, bam, boom, 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 bam. Es ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, was jetzt in irgendeiner Form an dem hätte schwer sein soll. Aber gut, wir spielen es vielleicht auch nicht unbedingt auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Aber nur vielleicht. Sondern irgendwo, wo keins ist oder keins mehr ist. Schauen wir mal, ob wir da noch welche abbekommen. Das dann noch aus. Das dann noch aus. Ja. Ja. 10 Sekunden noch. Wuhu. Und es ist vorbei. In 3, 2, 1. Yay.
Okay, du hast gewonnen. Ja, das will ich doch auch hoffen. Oh, was ist das denn? Das ist irgendwas mit einer Kiste. Kiste? Kriege ich ein Paket? Kriege ich schon ein Packerl? Förderbahntempo. Okay, okay. Und dann gehen wir zu Nummer 3. Und was kriegen wir da Schönes? Ich bin so gespannt. Was ist es? Was ist es? Was ist? Oh Gott, ich mag die nicht. Überlebe und schütze die bedrohten Pflanzen. Aber ich mag die nicht. Machen wir nochmal Schild. Ja, das hast du nicht vorher gesagt, dass du nicht immer das Schild nehmen willst, weil das ist ja langweilig, wenn du immer... Ja. Oh nein. Okay. Wieder. Dann müssen die Gargantuas sterben. Da sind welche in der Bubble. Warum sind da welche in der Bubble? Was macht er denn in der Bubble, Bubble? Wir nehmen eine Münze. Wir dürfen keine... Doch, eine? Eine einzige Münze dürfen wir nehmen und das ist die? Das ist ja keine Münze. Das ist ja das Elektrizitätsblatt. Das ist keine Münze. Okay, okay. Dann, wir haben den da mit Düngereffekt. Dann nehmen wir doch den, weil er Düngereffekt hat. Hey. Was machen wir dann noch? Machen wir noch irgendwie. Was machen wir denn? Oh, der hat auch Düngereffekt. Aber da ist hier. Egal. Yay, woohoo. Verteidigung vorbereiten. Seid ihr stark genug, um die Verteidigung hier aufrecht zu halten? Macht das mal bitte. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Okay, und den machen wir dahin. Und den machen wir dahin. Machen wir eins. Zwei. Na, ginge. Nochmal. So. Sehr gut. Damit sind wir bestens vorbereitet. Bam. So, jetzt werden ein paar. Oh, warte, ich kriege ja gar keine Sonnen. Ich bin ein Dummbatz. Ich kriege ja gar keine Sonnen. Ah, ja, aus irgendeinem Grund habe ich damit gerechnet, dass ich Sonnen bekommen würde, aber ich bekomme ja gar keine. Oh nein. Aber Dünger bekomme ich. Yay. Hätte ich ein Nüsschen hier hinten hinpacken müssen. Oh nein. Oh nein. Das ist jetzt nicht ganz so optimal gelaufen. Das hätten wir besser lösen können. Ich war da meiner. Oh, Dünger. Gehen wir da drauf. Das war vielleicht auch nicht die klügste Aufstellung. Wir müssen die verbrennen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Ach Mann. Ich verbrenne die nochmal. Brennt! Ich hab... Oh Gott, wir hätten es anders lösen müssen. Ach Mann, oh. Wir hätten eine mit Flächenschaden nehmen müssen, oder? Da glaube ich, wäre der Haftbombenreis ziemlich cool gewesen. Ich glaube, der hätte hier richtig geglänzt. Oh nein. Das war vielleicht nicht ganz so gut von mir. Schnüff. Ich war halt der Meinung, ich würde wenigstens ein bisschen Sonnen bekommen, aber ich kriege ja gar keine. Das ist ja gemein. Gott, dann sollen die Zombies alle brennen. Puh. Brennt, brennt, brennt alle. Brennt. Ihr brennt auch. Puh. Da muss meine Dummheit leider mit Gold bezahlen. Irgendwann 106.000 haben wir ja noch. Hey. Okay, also, und 3, 2, 1. Feuer frei. Oh oh. Das ist ein Problem. Weg. Zurück. 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 Zurück.
Sag mal. Kann er da nicht zu dem da hingehen? Willst du da, denkst du, dass du da hinkommst? Denkst du das, dass du da hinkommst? Du denkst das? Nee. Nee. Gib es nicht. Mm-mm. Kommt mir nicht in die Tüte. Du kommst da nicht hin. Nee, nee, nee. Kommst du nicht. Oh, nee, 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 flieg. Sag einmal. Frechheit. Frechheit. Nee. Ganz schön frech. Also, muss man jetzt schon mal sagen. Wage es? Ja, nicht. Geht doch. Ja, das war jetzt leider nicht ganz so gut. Da haben wir vielleicht eventuell ein bisschen gefailt. Ach, verdammt. Beim nächsten Mal muss es ein bisschen besser laufen. Okay, was wäre denn das nächste? Mal davon abgesehen, dass ich es nicht machen kann, weil ich habe nicht Dingenskirchen. Belohnung für erste Säuberung, ja. Und es ist irgendwas, wo es Rasenmäher gibt. Wir werden schon feststellen. Schauen wir mal. Gut, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es irgendwie seltsam war, mal wieder. Aber das kennt ihr ja von mir. Das ist ja nichts Neues. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald wieder. Und ich hoffe, ihr hattet keine Angst, dass ich nicht schon wieder in die Walahei verschwunden bin. Denn ich bin natürlich nicht verschwunden. Ich habe nur einfach ein paar Tage frei gehabt, so quasi. Ne? Nee, erst konnte ich nicht aufnehmen, weil müde wie Sau. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann gönne ich mir die zwei restlichen Tage der Woche jetzt einfach auch noch. Und sowas. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Montag gehabt oder wann immer ihr auch das Video schaut. Und wenn irgendwas ist, ihr wisst ja, könnt ihr euch gerne melden. Also bis dahin. Tschüss.